Jo. Münzprägerei. Die Münzprägerei ist ein zu gehobenen Wohnhäusern gehöriges Arbeitsgebäude. Erwählt sie, um Münzen zu prägen. Gehobenes Wohnhaus. Bietet mehr Wohnraum als herkömmliche Wohnhäuser und ermöglicht die Errichtung neuartiger Arbeitsgebäude. Sein Bau ist jedoch kostspieliger. Ja, und die Mehrfachquest schon wieder. Was sollen wir denn machen? Erobert den Sektor mit Wildbeständen, das ist der hier oben. Und Minen einsetzen und über die Münzprägerei. Bergarbeiterhütten können Berghütten angeschlossen werden. Sammeln Rohstoffe, die weiterverarbeitet werden können. Und so weiter. Und auch die Münzprägerei. Ist klar, macht aus. Ah ja, das ist wichtig. Eine Mine. Das ist ein Schreibfehler, fällt mir gerade so auf. Gehobenen Wohnhäusern angeschlossene Arbeitsgebäude benötigen Verpflegung für ihre Arbeit. Münzprägereien benötigen Gold und Kohle zum Prägen von Münzen. Sie verbrauchen eine Verpflegungseinheit pro Produktionszyklus. Genau. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns um die Verpflegung Gedanken machen. Aber erst einmal, erst einmal brauchen wir ein Lagerhaus. Hier. So, dann brauchen wir Straßen. Dann können wir hier unsere Berghütten planen. Da wir jeweils zwei Minenschächte haben, also Gold und Kohle, reichen uns auch pro Minenschacht eine Bergwerkshütte. So, und ein zweites Lagerhaus noch hier. Dann können wir sagen, das Lagerhaus hat Priorität vor dem Rest. Und ja, man sieht, wir haben schon wieder jede Menge Bretter und alles. So, und ein gehobenes Wohnhaus. Wo wir dann Münzen prägen können. Ja, man sieht, ein gehobenes Wohnhaus ist schon ein bisschen kostspieliger. Kostet ein Brett und einen Stein mehr als ein normales. Und bringt halt auch nicht so viel mehr Bevölkerung. Deswegen für das Bevölkerungswachstum reicht es eher, normale Wohnhäuser dann zu bauen. So, Minen werden gebaut. So,
So, und dann gehen wir mal auf 10 Pikiniere hoch, weil wir werden hier garantiert auch wieder welche verlieren. So, dafür werden jetzt schon mal Gold und so weiter gebracht. Also Gold und Kohle. Ja, unsere Bergarbeiter fahren in die Minen. Für was auch immer die zwei Holz hier eingelagert wurden. So, gucken wir mal auf die Übersicht. Hier würde es übrigens noch Fisch geben. Sogar genug Fisch für zwei Fischerhütten. So. Wie ja gesagt wurde, wir brauchen die Fisch jetzt auch, um die Minzpräger zu versorgen. Wir haben hier jetzt halt leider keinen Platz mehr für Farmen, sonst hätten wir auch eine Farm errichten können. Aber ihr seht, ein bisschen Mangelware und auch im nächsten Sektor eher Mangelware. Eine Münzprägerei ist vielleicht nicht ausreichend. Fördert eure Wirtschaft durch den Bau einer zweiten. Haben wir schon. Oder jedenfalls wollen wir es. Ja, die Münzprägereien sehen auch recht lustig aus hier. So, unser erster Münzpräger steht hier bereit. Der zweite kommt auch bereits. Wir haben genug Kohle und Gold beisammen. Ja, jetzt müssen wir auf Nahrung warten, stimmt. So, unsere Fischerhütten hier hinten werden jetzt dann auch gebaut werden. Fisch kommt bereits. Und er hat sich bereits Zeug geholt, dass er anfangen kann. Ja,
Da holt er sich die Münzen. Schleift sie noch schön gerade. Und dann kommen sie auf sein Kissen und werden ins Lagerhaus gebracht. Eigentlich hätte ich erwartet, dass er sich gleich die nächste Ladung holt, aber er will wohl erst nochmal zurück nach Hause. Fischer sind am Fischen. Also jetzt geht ja auch endlich die richtige Arbeit los bei den beiden. Wir sehen eigentlich so meine anderen Fischgründe aus. Haben noch mehr als genug Fisch. Gut. Und ja, Münzen werden geprägt, neue Soldaten werden angeheuert. Sehr gut. Was ich mich frage, ist, wann der Förster dann freigeschaltet wird. So, Münzen wurden geprägt. Wir warten jetzt nur noch darauf, dass wir das Gold für die zwei Soldaten zusammen haben. Und ja, Baumaterialien sind jetzt kein Problem mehr gerade. Also wir haben noch sehr viele Waren vor uns, die wir produzieren werden. Also auch Eisen, fällt darunter, Waffen, Räder, Kleidung, Bücher, Papier, Bier. So, also weiter fleißig Gold. Also Goldmünzen. Der letzte Pikinier wird jetzt ausgebildet. Und da kommt er angelatscht. Dann haben wir eine kleine Streitmacht, um jedenfalls den Sektor anzugreifen. Ja, theoretisch könnten wir sogar Ramirez angreifen, weil er hat nur eine kleine Armee. Das Problem ist, er hat etwas, was im Weg steht. Etwas mit sehr großen Argumenten. Einen Wachturm. Aber dazu kommen wir dann demnächst. So, wir greifen an. Ja, man sieht hier oben auch, wo sich unsere Generäle gerade befinden und wo sie sich hinbewegen. Oder sehen wir sogar auf der Übersichtskarte genauer. So.
So, unsere große Armee gegen die vier drei Räumchen hier.